wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Café Zentral in Magdeburg. Mein Name ist Sebastian Striegel, ich bin parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und darf Sie und euch heute hier herzlich willkommen heißen. Wir wollen gemeinsam in den nächsten knapp anderthalb Stunden mit Hans-Christian Ströhle ins Gespräch kommen. Es soll auch Gelegenheit geben, für Sie die eine oder andere Frage zu stellen. Wir wollen über Freiheit, über Sicherheit, über Überwachung reden. Und ich freue mich, dass so viele Leute hierher gekommen sind. Ich darf noch kurz eine technische Ansage machen, dass nämlich, wenn jemand noch Lust hat, was zu trinken, noch in den nächsten 5-6 Minuten Gelegenheit dazu besteht, etwas zu bestellen. Danach wird hier oben erstmal die Bedienung eingestellt. Wer dann noch Durst verspürt, ist herzlich eingeladen, sich selbst auf den Weg nach unten zu machen. Ich habe mir aber sagen lassen, es wird auch nach der Veranstaltung noch was zu trinken geben. Insofern ist es Gelegenheit für alle da. Ja, ich freue mich, dass Hans-Christian Ströhle hierher gekommen ist. Einer, der beschrieben wird als unbeugsamer Spießer, einer, der beschrieben wird als Phänomen. Er ist, das ist, denke ich, hier in der Runde bekannt, ehemaliger RAF-Anwalt, saß insgesamt 21 Jahre für die Grünen im Bundestag. Seit 1998 ist er Mitglied des Rechtsausschusses, seit 2002 gehört er dem parlamentarischen Kontrollgremium an, das heißt dem Gremium, was für die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste, des Verfassungsschutzes, des DLD und so weiter zuständig ist. Und er ist insofern auch ganz einmalig, als er viermal für die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg das Direktmandat errungen hat, bis dort bekannt wie ein bunter Hund heißt es, und weit über grüne Kreise hinaus. Und du bist auch einer, der in der eigenen Partei immer wieder aneckt. Als Verteidiger von Grundrechten bist du unterwegs. Du bist im Parlament ein deutlicher Streiter für Transparenz und Wahrheit. Und du giltst als jemand, der sich ganz, ganz akribisch durch Akten, Ordner von Untersuchungsausschüssen wälzt. Der aber eben auch nicht sich scheut, wenn es Not tut, ganz unkonventionell über Aktenrecherche hinaus an Probleme heranzugehen. Genannt sei nur dein, ich glaube, für uns alle völlig überraschendes Treffen mit Edward Snowden in Moskau. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich freue mich auf einen spannenden Abend, ein gutes Gespräch. Und ich darf sagen, es ist so ein bisschen ein Gespräch in Feindesland. Denn hier vorne sitzen jetzt zwei Hallenser mitten in Magdeburg. Und deswegen nochmal ganz besonders herzlich willkommen in Magdeburg, Hans-Christian. Ich habe vor wenigen Tagen das Vergnügen gehabt, dich in einer Dokumentation in der ARD sehen zu können. Titel dort Bürger Ströbele. Ich fand das ein ziemlich gut gemachtes Fernsehstück, denn es hat nicht nur deine politische Biografie beleuchtet, sondern auch deine familiären Anfänge in den Blick gerückt. Ich habe gestaunt über die Parallele, die wir da beide haben. Wir haben beide Väter, die im Buna-Werk ihr Geld verdient haben. Das ist mir erst durch diese Dokumentation klar geworden. Aber ich will gerne auch beginnen, vielleicht tatsächlich mit einem kurzen Blick von dir in deine Familie, in deine Biografie. Was hat dich, der du aus einer Familie eines Chemikers stammst, dazu gebracht, das Thema Bürgerrechte, das Thema Verteidigung von Freiheit anzugehen. Wie bist du dazu gekommen? Also ich sage erstmal ein bisschen Abend. Die Ankunft war nicht so erfreulich. Also diese Baustelle, der Bahnhof heißt, ist nicht sehr angenehm, vor allem für jemanden, der nicht mehr so ganz gut zu Fuß ist, der mit dem Stock. Ja, wie komme ich dazu? Ich bin in der Tat in Halle an der Saale geboren, aber 40 Jahre habe ich von Halle nichts gesehen, seit 1945, als damals die Familie Ströbele mit dem kleinen Christian aus Halle, das heißt aus der ganzen Gegend hier, evakuiert worden von den Amerikanern, die hier Sachsen-Anhalt übersetzt hatten, als erste vor den Russen oder vor den Sowjets.
Und die haben die Leute, die sie für wichtig, für wirtschaftlich wichtig halten, alle auf dem Lastwagen hinten gestellt, eines Tages, abends vorher gesagt, morgen nehmen wir euch ab, und haben dann die Familien in den Westen geschafft, in ihren Sektor. Und so bin ich eigentlich in Hessen, bin in Marl in Westfalen aufgewachsen, Ruhrgebiet ist das. Und mein Vater war da auch in der Chemie, weil die Gefahren hatten ja, wie man weiß, überall in Deutschland Niederlassung und hat da so was Ähnliches gemacht. Mein Vater dann wie vorher in Schkopau. 40 Jahre war ich dann nicht, weil dann gab es ja die DDR hier. Und da konnte man als einfacher Wessi nicht einfach hinfahren und mal gucken. Deshalb bin ich nur ein einziges Mal in der Lauf von der Autobahn abgebogen, um da mal ein bisschen zu öffnen. Wie kam ich zu der Beschäftigung mit Bürgerrechten, Rechtsstaat? Überhaupt bin ich Anwalt geworden, weil das hast du jetzt vergessen. Ich bin seit 1969 als Rechtsanwalt zugelassen, habe 30 Jahre den ehrenhaften Beruf eines Anwalts ausgeübt als Strafverteidiger. Ich war immer politisch tätig seit 1967 und habe auch meinen Job als Strafverteidiger und als Anwalt auch sehr viel genutzt, um Leuten zu helfen, die im Staat Ärger gehabt haben. Ich bin dazu gekommen, das kann man ein bisschen in den Filmen vielleicht nachvollziehen, weil nachdem ich Abitur gemacht habe, bin ich zur Bundeswehr eingezogen worden. Damals war das einfach unter den jungen Abiturienten nicht bekannt, dass man auch verweigern konnte. Jedenfalls hat bei uns da keiner drüber nachgedacht. Wir waren der zweite Jahrgang, der einberufen wurde. Und ich habe dann in der Bundeswehrzeit geleistet und gelernt, Widerstand. Einfach aus dem Bedürfnis heraus, mir da nicht alles gefallen zu lassen. Weil zu der Zeit waren in der Bundeswehr die alten Offiziere und Feldwebel, Unteroffiziere aus der Wehrmacht tätig. Und die haben uns ausgebildet, die haben uns geschliffen, die haben uns, wenn irgendwas nicht richtig klappte, haben die uns auch über den Kasernenhof kriechen lassen. Und das wollte ich alles gar nicht. Und deshalb habe ich dann Widerstandsformen entwickelt, auch mit Hilfe des Rechts. Ich habe mir als Abiturient damals, ich wusste gar nicht, dass ich Jura studieren wollte, habe ich mir aber die Wehrgesetze gekauft und dann einen Stimm gestellt und dann immer geguckt, was muss ich mir nicht gefallen lassen. So habe ich dann auch die Beförderung zum Gefreiten abgelehnt und wurde Vertrauensmann des ganzen Bataillons und habe es dann geschafft, dass ich so nach einem guten Vierteljahr, halben Jahr, insgesamt bei meinem Jahr da, dass ich mich vor diesen Schleifereien drücken konnte, weil ich entweder wichtige Sachen als Vertrauensmann zu tun hatte oder weil ich einfach gesagt habe, das dürfte gar nicht. So, und da habe ich gelernt, weil ich habe nicht nur selber das für mich genutzt, sondern meine Kenntnisse dann auch den anderen Soldaten zur Verfügung gestellt. Wenn die Beschwerden geschrieben haben, kamen sie zu mir. Übrigens auch, wenn sie Liebesbriefe geschrieben haben. Weil so ein Abiturient, der ist einfach anscheinend besser in der Lage, dann ein Liebesbrief zu schreiben, weil die meisten jungen Männer viel nach zwei, drei Briefe nach Hause zur Freundin oder zur Ehefrau nichts mehr ein. Und dann haben sie gesagt, kannst du nicht mehr abschreiben. Und das habe ich dann alles mit sehr großem Erfolg betrieben. Und danach, nach diesem Jahr, stand für mich fest, ich studiere nur. Und das habe ich dann in Heidelberg und Berlin vor allen Dingen, also ich war zwei Semester in Heidelberg und dann habe ich in Berlin studiert und bin da hängen geblieben 1961, bin ich damals West-Berlin natürlich gekommen. Und mit meiner Familie hatte das eigentlich wenig zu tun, obwohl meine Mutter in der Nazi-Zeit ein Referendarexamen gemacht hat, glaube ich, als einzige in ihrem Jahrgang. Da gab es eine einzige Frau in ganz Deutschland, die ein Referendarexamen gemacht hat, weil da einfach Frauen nicht
Jura studierten, jawohl ihr dann nach bestandener Prüfung von einem jungen Nazi klargemacht, der einer der Prüfer gewesen war, aber Frau Zimmermann, so hieß sie damals noch, man kann nicht weiter jetzt, also Frauen können diesen Beruf nicht ausüben, die können auch keine Referendarzeit machen, weil ihre Bestimmung ist vom Führer anders vorgesehen, nämlich Soldaten zu gewähren, dem Führer Soldaten zu schenken. Und deshalb hat sie ihre Ausbildung nie zu Ende bringen können und konnte den juristischen Beruf nicht ausüben. Das spielte aber bei uns in der Familie keine Rolle. Wir waren 4 Kinder und da war genau anders zu tun. Soweit erstmal die Geschichte. Ich muss vielleicht zu der Bundestagsgeschichte ein bisschen noch erläutern. Ich war schon mal von 1983 bis 1985 in der Grünen Fraktion, in der ersten Grünen Fraktion im Deutschen Bundestag. Da bin ich rausrotiert, hieß das damals noch, weil man nicht mehr als 2 Jahre da drin sein sollte als Grüner. Und habe dann 10 Jahre was anderes gemacht. War zum Beispiel Bundesvorsitzender der Grünen, Landesvorsitzender, habe in Berlin mitgeholfen, eine rot-grüne Koalition zu schaffen, wie ähnliches. Und dann habe ich 1998 wieder kandidiert. Und das war dann gleich die rot-grüne Zeit. Und in dieser rot-grünen Zeit habe ich nicht erst 2002 oder so, sondern ich habe seit 1999 habe ich gemeinsam mit der SPD, mit Herrn Wieselspitz, dieses parlamentarische Kontrollgremium geradezu erfunden, mindestens den Namen, und ein Gesetz gemacht als Rechtsgrundlage dafür. Das gab es vorher nicht. Es gab vorher zwar auch so etwas Ähnliches. So, und seitdem bin ich da drin, seit 1999, und bin nicht nur der Älteste in dem Gremium, sondern auch der Dienstälteste. Und langweile sich dann manchmal meine Mitabgeordneten, diese Jungschen, damit, dass ich sage, vor 15 Jahren haben wir das schon alles gewusst und das und so gemacht. Und das müssen wir jetzt auch wieder so machen. Das tun die natürlich nicht, weil die Grünen ja nur einen Abgeordneten da drin haben und die anderen, die Koalition, haben da insgesamt 7 Abgeordnete. Das ist ein kleines Gremium, aber von da beschäftige ich mich sehr intensiv mit den Geheimdiensten. Vorher war ich Objekt der Geheimdienste. Als ich in Berlin im sozialistischen Anwaltskollektiv Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gearbeitet hatte, war, wie wir inzwischen wissen, eine unserer Mitarbeiterinnen, eine Sekretärin, die ausgezeichnet war, die sogar Anwaltsschriftsätze noch verbessert hat, die war Mitarbeiterin des Landesamtes für Verfassungsschutz und bezog 2 Gehälter. Deshalb waren sie mit einem sehr geringen Gehalt bei uns zufrieden. Wussten wir damals nicht, wir dachten, das ist eine ganz hervorragende Kraft. Später haben wir aber Akten entnommen, dass die bei uns als Verfassungsschutzmitarbeiterin war. Und so haben sich auch andere Dienste für mich interessiert, auch Bundesamt, vor allem auch die Amerikaner. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr lange Vergangenheit mit Geheimdiensten. Und wie sollte die enden, als du vielleicht nicht mehr Beobachtungsobjekt von den Diensten warst? Oder vielleicht doch, denn wir wissen seit mindestens oder seit 4 Jahren, dass die NSA tatsächlich umfassend spitzelt, alle abhört. Aber es ist rausgekommen, weil Edward Snowden als Whistleblower gesagt hat, das kann nicht angehen, weil er gesagt hat, ich will mit diesen Informationen nach draußen gehen. Und das tat er. Und kurze Zeit später hast du dich auf den Weg gemacht und hast, ich glaube, damit einen der wirklich größeren Scoops gelandet, nämlich, dass da plötzlich dieser radfahrende Grünen-Abgeordnete aus Berlin-Kreuzberg in Moskau aufschlug und sich mit Edward Snowden traf. Ich glaube, das hatte niemand vorher auf dem Zettel. Du hast vorhin über das Briefeschreiben für andere gesprochen. Hast du per Brief mit Edward Snowden Kontakt aufgenommen oder wie lief die Kontaktanbahnung an der Stelle? Also ich bin ja jetzt hier, um auch grüne Politik zu erklären. Das will ich an diesem Beispiel NSA und Edward Snowden tun und an den Fall Ungarn.
Frankreich. Das ist der zweite Fall, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe. Ich bin übrigens auch der Abgeordnete im Deutschen Bund, in der ganzen Geschichte des Deutschen Bundestages wahrscheinlich, der die meisten Untersuchungsausschüsse gemacht hat, nämlich 5. Und die dauern jeweils immer in der Legislaturperiode lang. Also der letzte, der NSA-Untersuchungsausschuss hat von 2013 war die Bundestagswahl. Im Frühjahr, im April 2014, haben wir den Untersuchungsausschuss auf mein Insistieren hin eingesetzt. Bis zum Jahreswechsel 2013-14 weigerte sich die Große Koalition, SPD und Union, sowas zu machen. Also sie alle sagten wieder Snow. Wer ist das überhaupt? Woher wissen wir, dass das, was der erzählt, dabei hat er nur das erzählt, sondern dass seine Dokumente überhaupt echt sind? Das sind ja gar keine Originale. Da habe ich damals schon gesagt, spielt ihr eigentlich? Da gibt es gar keine Originale von. Weil das sind Ausdrucke aus dem Netz. Und im Netz ist ja kein Papier, auch kein Originalpapier, sondern da sind Daten, und die kann man ausdrucken. Und dann ist es natürlich ein Ausdruck. Und das, was Snowden veröffentlicht hat, waren Ausdrucke. Das heißt, das waren es nicht, das hat er nicht mal gemacht, sondern das haben Journalisten gemacht. Und er hat ihnen deren Laptop die Daten zur Verfügung gestellt. So ist das gelaufen. Das heißt, man kann das gar nicht. Aber die ganze Politik überall und auch in vielen Medien wurde gesagt, die das Snowden ist, was auch gar nicht. Was allerdings schon ganz am Anfang dafür sprach, dass da was dran ist, ist die Aufregung in den USA. Nach jeder neuen Veröffentlichung, das fing im Juni 2013 an, und dann hat er wöchentlich Journalisten, haben dann Dokumente von ihm veröffentlicht und erläutert, Spiegel, Süddeutsche Zeitung vor allem und andere. Und da haben die Amerikaner reagiert und daraus konnte man schon nehmen, also so, die haben ja zu keinem Zeitpunkt gesagt, den kennen wir gar nicht, der hat überhaupt keine Ahnung, der kann ja gar nichts zu sagen. Aber das war das Problem in der damaligen Zeit, dass angezweifelt worden ist, dass der überhaupt echt ist und dass der, was der da mitteilt oder bekannt ist, dass da was dran ist. Das war die große Hürde, mit der wir damals zu kämpfen. Und ich erinnere mich, und eines der Ergebnisse, die wir jetzt im 1600 Seiten Bericht haben, da gibt es auch ein Sondervotum der Opposition, also von Grünen und Linken, und da steht drin, dass, und das haben wir auch öffentlich immer wieder gesagt, die offiziellen, ich darf ja die einzelnen Namen nicht sagen, aber die, die es wissen müssen, und die aus den Nachrichtendiensten selber, immer so getan haben, als wenn der, die wüssten überhaupt wovon er redet oder wovon in den Papieren die Rede ist. Da gab es solche Ausdrücke wie X-Keyscore, wer weiß, was das ist, Tempora, Fachausdrücke aus der Arbeit der NSA. Und alle haben gesagt, keine Ahnung, was ist das? Massenüberweisung machen wir gar nicht, können wir gar nicht, wollen wir gar nicht. Was sollen wir mit den vielen Daten? Und wir haben uns in dem Ausschuss natürlich da intensiv mit beschäftigt und wir können heute sagen, ich will jetzt nicht die 3,5 Jahre nacherzählen, sondern nur, dass das Ergebnis unserer Arbeit, unserer Akten, wir haben über 2000 Leitsordner Akten durchgesehen, also zum Teil wussten wir, die waren so geheim, weil es sich da auch um Akten mit Hinweise auf die NSA, auf die Amerikaner handelte. Wir haben aus diesen Akten entnommen, dass alles, was sich aus den Papieren Snowdens ergibt, die Wahrheit ist. Es gibt heute weder in den USA noch in Deutschland noch bei den deutschen Geheimdiensten eine einzige Person, ich kenne jedenfalls keine, die überhaupt das erfolgt. Und was viel, viel schlimmer ist, während diese Typen mit mir geredet haben, vor uns saßen oder auf Akten verwiesen haben, waren die noch im Jahr 2013, 2014 dabei, dieselbe Massenüberwachungspraxis, um X-Keyscore zu verwenden, also diesen
wo sie sagten, wir wissen überhaupt nicht, was das ist, was könnte das sein und so, auszuprobieren und mit anderen Ländern weiter darüber zu verhandeln, mit anderen Geheimdiensten anderer Länder, die auch geheim sind, wer das noch war, dass, mit denen darüber zu verhandeln, dass man auch bei ihnen und unter Nutzung ihrer Möglichkeiten und ihrer Ressourcen also noch mehr aufspielen kann. Das heißt, da ist in einer Unverschämtheit den Abgeordneten gegenüber, dem gegenüber ja die Regierung rechenschaftspflichtig ist und natürlich wahrheitsgemäß rechenschaftspflichtig ist, in einer Weise verfahren worden, wie ich das bisher nicht für möglich gehalten habe. Ich komme ja aus einer radikalen linken Opposition und da konnte ich mir viel vorstellen und wusste viel, was Geheimdienste machen, aber das konnte ich mir nicht vorstellen und schon gar nicht, dass ich als Bundestagsabgeordneter, wir sind ja darauf angewiesen, dass die Bundesregierung uns die Wahrheit sagte, was haben wir nicht getan. Inzwischen wissen wir, dass, ich will das nur, weil das alles eine sehr komplizierte Materie ist, in die ich mich auch erstmal einarbeiten musste, in der festgestellt worden ist, ob die NSA selber in Deutschland abgehört hat, das wissen wir nicht. Weil wir an die Akten der NSA nicht angekommen sind. Wir haben mich angefordert, wir haben an die Amerikaner Fragen gestellt, die haben keine einzige Akte geschickt, die haben nicht mal Briefe beantwortet, die haben auch keinerlei Antwort gegeben. Auch die Antworten, die Fragen, die die Bundesregierung gestellt hat an die Amerikaner, das war noch zu der Zeit, als in Deutschland, also 2013, große Aufregung war, was ist da und liebe Amerikaner, liebe Freunde, sagt doch mal, stimmt das oder stimmt das nicht? Die haben nicht mal darauf reagiert, die haben bis heute die Fragen nicht beantwortet. Da hat selbst der damalige Oppositionsabgeordnete Oppermann von der SPD einen Katalog von 254 Fragen gemacht. Die sind nicht beantwortet worden, bis heute nicht. Das heißt, von denen haben wir nichts gekriegt. Wir haben aber inzwischen festgestellt, dass sehr wohl die NSA Massendaten in Deutschland bekommen hat. Und zwar vom BND, und zwar im Auftrag der NSA. Und die wurden hier in Deutschland abgefangen. Die wurden an dem Glasfaserknotenpunkt in Frankfurt, da laufen die ganzen Glasfaserkabel für Europa zusammen, vom Westen zum Osten und umgekehrt, vom Norden zum Süden. Das ist einer der zentralsten Datenknotenpunkte in Europa, überhaupt nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, der also unheimlich viel wert ist. Und im Auftrag der NSA ist der Bundesnachrichtendienst an diese Kabel rangegangen. Das ist ein Kabelsystem der Telekom. Hat sich, weil die Telekom Bedenken gehabt hat, hat sich dann einen Freifahrschein bei dem Kanzleramt geholt, dass die Telekom beruhigen sollte, dass ihre rechtlichen Bedenken, ob man das darf und soll, und ohne richterliche Anweisung und ohne Anweisung des Parlamentarischen Kontrollkommission, haben die sich so einen Freibrief oder sowas geben lassen, wofür das Kanzleramt eigentlich gar nicht zuständig ist, aber die Telekom dachte dann, naja, wenn das Kanzleramt sagt, das ist in Ordnung, das ist schon in Ordnung. Und die haben das gemacht und haben da unendlich viele Milliarden von Daten abgezogen. Und sie haben nicht nur jetzt einfach diese Datenströme aufgenommen und aussortiert und dann für sich verwertet der Bundesnachrichten, sondern sie haben, so wie die NSA das auch von Anfang an gewünscht hat, haben der NSA diese Daten zur Verfügung gestellt. Und noch, sie haben noch mehr gemacht. Sie haben von der NSA wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, wir kennen nur ein paar Zehntausende von denen, sogenannte Selektoren, also Suchbegriffe, das heißt Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Ähnliches von Menschen weltweit haben sie von der NSA bekommen und haben diese Suchbegriffe in diese Datenströme eingespeist und haben die Ergebnisse dann an die Amerikaner weitergegeben. Und sie haben, der BND hat natürlich dann auch gedacht, naja, also wir müssen ja jetzt hier nicht nur für die Amerikaner arbeiten, sondern wir können das ja auch gebrauchen, und hat dann eigene Selektoren auch Suchbegriffe, und hat in ganz Europa, auch in der Europäischen Union, überall spioniert damit, also
zum Teil Telefone, E-Mail-Adressen, in alles das, was so in der IT-Kommunikation läuft, überwacht. Und zwar jetzt nicht nur von, wie das hier immer behauptet wird, von irgendwelchen Terrorismusverdächtigen, sondern von befreundeten Regierungen, von Spitzen von befreundeten Regierungen, also dieselben, mit denen sich die Kanzlerin oder andere in den Armen lagen auf internationalen Konferenzen oder in der EU, wenn da ein Großübergang mal sieht, wie da nett miteinander umgehen und zusammen essen und alle beste Freunde sind, da wurde abgehört. Da wurde abgehört. Das haben wir da alles rausbekommen. Und die haben alle, um das überhaupt möglich zu machen, weil da eine ganz ausgefeilte IT-Technik für erforderlich ist, das von den Amerikanern entwickelte X-Keyscore, das ist so eine Möglichkeit, um Daten auszusondern und zu sortieren und sowas. Über diese Fähigkeiten verfügte Deutschland nicht, verfügte der Bundesnachrichtendienst nicht. Und deshalb hat er das von den Amerikanern zur Verfügung bekommen. Das ist das, was da gelaufen ist. Was die NSA gemacht hat, hätten wir auch gerne untersucht, haben wir nicht, aber wir wissen so viel, was über den Bundesnachrichtendienst entweder zugunsten der NSA gelaufen ist oder was über den Bundesnachrichtendienst zugunsten des BND gelaufen ist, dass man sagen kann, selbstverständlich gibt es das, was sich aus den Papieren von Snowden andeutet, es war ja meistens nicht so ganz klar, das sind ja Texte, die also Geheimdienstsprache beinhalten, die ich auch nicht ganz verstehe, die müssen wir auch erstmal ein paar Mal erklären lassen. Das, was sich aus diesen Papieren ergibt, hat sich in vollem Umfang bewahrheitet. Und jetzt kommt dann, was haben die daraus gemacht? Also wir haben da noch vieles andere rausgekriegt, wir haben uns auch damit beschäftigt, zum Beispiel mit Rammstein, also ihn und die Wahrheit. Das war einer unserer Aufträge, die wir uns selber gegeben hatten. Inwieweit nimmt Deutschland teil an dem Einsatz von Killerdrohnen, also das sind diese Drohnen, unbemannten, die irgendwo aufsteigen und dann in Afrika, also da war Rammstein für zuständig, in Afrika, also zum Beispiel über Somalia kreisen und dann aufgrund von Daten, mit denen sie Handys erkennen können, Standorte erkennen können, Menschen töten. Also die werden dann auf Befehl aus den USA, das hat einer vor mit so einem Stick, mit so einem Steuergerät sitzt der vor so einem Fernsehschirm und sieht das da. Von den USA aus gibt er dann einen Befehl und dann springt die Rakete runter und dann fliegt ein Auto in die Luft, ein Haus in die Luft oder eine ganze Reihe Menschen und nach Schätzung internationaler Menschenrechtsorganisationen sind da viele hunderte an Zivilisten auf diese Weise getötet worden und zwar nicht nur Terroristen oder Terrorismusverdächtige, sondern auch ganz normale Familien, die mit dem Auto unterwegs waren, mit Kindern unterwegs waren, irgendwo Picknick gemacht haben und da sitzen da die Steuerer der Drohnen. Drohnenpiloten nennen sie sich, obwohl sie gar nicht in den Drohnen drin sitzen, sondern sie sitzen in den USA und löschen da das alles aus. Da bleibt ja nichts mehr übrig von den Negativen. Das haben wir untersucht. Und jetzt komme ich zu dem, was macht die Bundesregierung jetzt, nachdem sie das alles nicht mehr leugnen konnte. Einmal hat sie uns die Suchbegriffe, die die Amerikaner da eingespeist haben, haben einspeisen lassen, haben sie uns nicht gegeben. Sondern wir haben gesagt, das ist alles ganz noch geheimer als geheim, als streng geheim hier in Deutschland, weil die Amerikaner davon betroffen sind und die dürft ihr gar nicht sehen. Wir können euch nur sagen, es sind 40.000 Alleinsuchbegriffe, die der Bundesnachrichtendienst später nachträglich ausgesondert hat, weil selbst der Bundesnachrichtendienst der Meinung war, die sind illegal. Die betreffen also Ziele, die gar nicht nach deutschen Gesetzen gar nicht vom Bundesnachrichtendienst betroffen sein dürfen. Und wir haben, wir wissen eben deshalb auch nur mittelbar, ohne dass wir die im Einzelnen lesen konnten, dass sie aufgefunden worden sind in den Computern des Bundesnachrichtendienstes und dann verwertet wurden. Und was macht die Bundesregierung jetzt, nachdem sie am Anfang das alles geleugnet hat?
gesagt, es ist überhaupt nichts dran und wir wissen gar nicht, wovon der redet. Im Übrigen haben die Amerikaner uns immer versichert, sie halten sich selbstverständlich, so steht das auch in den Verträgen mit ihnen drin, an deutsches Gesetz und Recht. Das war 2013, inzwischen wissen wir, auch das war eine Lüge. Die Amerikaner halten sich nicht an Gesetz und Recht in Deutschland, weil es steht in keinem deutschen Gesetz, dass man das Handy der Kanzlerin abhören darf. Also, da sie schon das gemacht haben, können sie nicht in Deutschland Gesetz und Recht halten. Was machen die jetzt danach als Schlussfolgerung? Und deshalb braucht man Leute, die sich auskennen, also so wie ich jetzt zum Beispiel, obwohl ich jetzt nicht mehr für den Bundestag kandidiere, und die Konsequenzen daraus ziehen, aus dieser Arbeit des Untersuchungsausschusses. Die Bundesregierung hat nämlich schon Konsequenzen gezogen und hat vor ungefähr einem Jahr, also ein bisschen weniger als ein Jahr, neues Gesetz für den Bundesnachrichtendienst gemacht. Da hat sie aber nicht den Bundesnachrichtendienst Grenzen gesetzt, sondern hat im Wesentlichen die Praxis, die gegen deutsches Gesetz, gegen Grundrechte verstoßen hat, gegen Freundschaftsbekundungen mit anderen Regierungen verstoßen hat. Das hat sie auf eine gesetzliche Grundlage gestellt, hat gesagt, wir erlauben das jetzt, wir sind per Gesetz. Deshalb ist das in Zukunft nicht mehr illegal. Und das kann nicht wahr sein. Das heißt, wir brauchen eine Kraft, auch im Deutschen Bundestag, die in Zukunft die Informationen hat, die Kenntnisse hat und die dafür sorgt, dass die Bundesregierung, dass man ihr das nicht durchgehen lässt, dieser großen Koalition jetzt, das ist Gesetz, das ist auch in Kraft, sondern die dagegen mit allen Möglichkeiten vorgeht. Eine Möglichkeit ist, zum Bundesverfassungsgericht zu gehen, das ist schon beabsichtigt. Das haben schon einige Bürgerrechtsorganisationen eingeleitet, aber auch im Parlament, parlamentarisch und vielleicht auch in der Regierung, dass man sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, kriegt man solche fürchterlichen Missstände raus, die ihr erstmal bestreitet und dann bewahrheiten sich und dann macht ihr das egal. Das kann nicht wahr sein, das sage ich und sagen wir Grünen, wir brauchen da eine kompetente Person im Parlament, die das weiterverfolgen, die richtigen Konsequenzen ziehen und die Nachrichtendienste, solange sie noch gibt, hier geht es ja erstmal nur um den Bundesnachricht, also um den Auslandsgeheimdienst, zur Raison bringen, an die Kette legen und wirklich das Grundgesetz zu seiner Geltung bringen. Dafür braucht man die Grünen, weil die anderen das nicht tun, weil sie bewiesen haben, die beiden Großen, dass sie das nicht tun, sondern dass sie das Gegenteil tun. Vielen Dank, das ist aber jetzt durchaus, also zum Schluss nochmal eine Hoffnungsschimmer, aber das ist ein ziemlich desillusionierendes Bild. Da gibt es also Sicherheitsbehörden, bei denen funktioniert weder die Fachaufsicht, in dem Fall durch das Kanzleramt, also weder Fach noch dienstgerechtlich passieren da offensichtlich, passiert da Kontrolle. Die parlamentarische Kontrolle läuft völlig ins Leere, weil die Regierung das Parlament im Dunkeln lässt oder sogar anlügt. Und die gerichtliche Kontrolle kann nicht funktionieren, weil niemand überhaupt erstmal mitbekommt, dass er überwacht wird zunächst und damit auch keine Klagemöglichkeit besteht. Was wäre denn aus deiner Sicht sozusagen eine Schlussfolgerung hinsichtlich des BND? Reicht es, das BND-Gesetz an der einen oder anderen Stelle besser, anders zu fassen? Wir haben eine Situation, bei der das vorher offensichtlich auch nichts gebracht hat. Oder muss man zu der klaren Forderung kommen, dass Geheimdienste als solche abgeschafft gehören? Also erstmal ist es ja nicht so, dass die Fachaufsicht versagt hat. Die Fachaufsicht war ja Teil davon. Die waren ja informiert. Es war nicht so, dass sie das alles vor dem Kanzler, das ist ja die Fachaufsicht für den Bundesnachrichtendienst. Die Leute, die da zuständig waren, die wussten das ja. Die haben, aber sie haben es gedeckt. Die haben das mitgemacht. Das heißt, deshalb war auch relativ klar, dass die falsche Adresse sind oder waren. Es kommt immer darauf an, was für eine Fachaufsicht wer da sitzt. Wir sitzen in der Regierung, wir sitzen im Kanzleramt und wer bestimmt die Leute, die da die Fachaufsicht ausüben möchten. Aber jedenfalls, das hat nicht funktioniert und deshalb kann man dem nicht vertrauen, sondern man muss per Gesetz
die Nachrichtendienste, Verfassungsschützer ist noch ein bisschen anders, an die Kette legen. Man muss klar machen, da gibt es die Priorität des Grundgesetzes, da gibt es die Priorität des Bürgerrechtsschutzes, weil jeder von uns natürlich eigene Grundrechte hat und sich sowas nicht gefallen lassen muss. Wir sind dafür, und das würde ich dann nachher an dem zweiten Beispiel anbringen, das ist der Attentäter von Berlin, der 12 Menschen umgebracht hat und 60, 70 verletzt hat, inzwischen selber tot ist, da lässt sich die andere Seite dann nochmal genau beleuchten, wofür wir sind. Also wir sind hier dafür, die an die Kette zu legen, das einzuschränken, und Massenüberwachung darf es nicht geben, weil davon Millionen von völlig Unverdächtigen, wo auch keiner überhaupt geht, dass jemand von denen verdächtig ist, davon betroffen sind, wo seine Daten, der Austausch mit Freunden, Verwandten, Geschäftsleuten, mit wem auch immer auf der Welt, dass die missbraucht werden und irgendwo gespeichert werden und dann möglicherweise auch daraus Schlussfolgerungen mit ihm gezogen werden, ohne dass er das merkt, weil das ja alles im Geheimnis steht. Das kann nicht sein. Diese Gesellschaft wollen wir nicht. Braucht es da rechtzeitig einen Stopp. Und jetzt die Frage, also wir brauchen wahrscheinlich Teile eines Auslandsgeheimdienstes, weil auch wir nicht wollen, und da komme ich dann auch schon zur anderen Seite, was wollen wir denn wirklich? Wir wollen ja auch nicht, dass Spione in Deutschland Spionwesen treiben. Und dass die, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik oder wo auch immer, Informationen sammeln, die sie dann so oder so verwerten, zu dem Nachteil von deutschen Firmen, von deutschen Personen, sondern der BND ist ein Auslandsgeheimdienst, der soll auch im Ausland aufklären, der soll beispielsweise bei Bundeswehreinsätzen auch klären, gibt es da jetzt eine Gefahr, steht ein Anschlag bevor auf die Bundeswehr oder auf die deutsche Botschaft. In Kabul zum Beispiel, da hatten wir offenbar Informationen, sodass bei dem Anschlag in Afghanistan, in Kabul, kein Deutscher umgekommen ist, weil die vorher gewarnt worden sind und deshalb alles Personal nach hinten vernichtet haben. Also BND eingeschränkt und nicht so groß, kriegen jetzt nochmal einen Aufwuchs von mehreren hundert zusätzlichen Mitarbeitern und Agenten. Das ist nicht erforderlich. Wir brauchen allerdings einen Auslandsgeheimdienst, der also echte Gefahren abwehrt. Ich bin auch dafür natürlich, dass Gefahren von internationalen Terroristen aus Libyen oder aus Syrien oder im Irak, dass die möglichst vorher erkannt werden und verhindert werden. Ich will das nicht geschützt werden, ich will, dass alle anderen geschützt werden, soweit man das irgendwie kann. Da muss man natürlich solche Informationen, also erstmal solche Informationen kriegen und man muss diese Informationen nachnehmen, aber keine Passen. Wir kommen gleich noch zu Fragen. Ich würde gerne sozusagen, bevor wir zu den Fragen allgemein kommen, nochmal dann auch auf das Beispiel schon schauen wollen, was du angesprochen hast, nämlich den Fall Anis Amri. Wir erleben nach wirklich jedem Anschlag, nach jedem Anschlagsversuch, den es gab, jedem Anschlag, der vereitelt wurde, erleben wir in der Bundesrepublik eine Diskussion darüber, dass wir mehr Überwachung, schärfere Gesetze brauchen, dass Freiheitsrechte nun mal zurückstehen müssten, um unsere aller Sicherheit zu garantieren. Da wird ein super Grundrecht Sicherheit erfunden. Was meinst du aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung, ist das ein kluger Weg, mit Gefahren durch Terrorismus umzugehen? Oder was zeigen deine Erfahrungen, insbesondere auch den Fall Anis Amri? Ja, also ich will erst nochmal als letzten Satz zu dieser NSA-Geschichte sagen. Es ist ja zum Beispiel auch das Handy von Frau Clinton, als sie Außenministerin war, abgehört worden. Und darauf weist Snowden übrigens in einem Interview von letzter Woche am Spiegel hin. Soll mal einer erklären, wie man das mit dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus rechtfertigen will? Hat die Frau Clinton vielleicht
und Wies, die mit denen im Bunde. Könnte da irgendwas sein, was für Deutschland gefährlich ist, dass da Terroristen sind? Oder wenn man Regierungschefs europäischer EU, also von unseren besten Freunden, Regierungen abhört, vermutet man da, dass die da ein Doppelspiel treiben, dass die vielleicht mal Terroristen im Bunde sind oder in ihren Büros sich Terroristen rumtreiben? Oder was ich weiß. Also man, das kann man doch schlechterdings überhaupt sagen, weil das einfach Unsinn ist. Das ist nicht nur Unsinn bei Ihnen und bei mir, das zu machen, sondern das ist auch bei Leuten zum Beispiel, da sind UNO-Organisationen abgehört worden. Ja, also ohne dass irgendwie der geringste Hinweis gab, UNESCO oder sowas, die sind, da arbeiten die jetzt ein Terrorist, den müssen wir jetzt aufdecken, sondern einfach, weil man die Möglichkeit hatte, weil man da Telefonnummern hatte, weil man da E-Mail-Adresse hatte, ist man da vorgegangen. Das heißt, also dafür braucht man diese Massenüberwachung auf jeden Fall nicht, weil der gesunde Menschenverstand sagt, dass man da keine Informationen herkriegt. Und jetzt, wenn ich jetzt zum Fall Amri komme, beim Fall Amri war das so. Ich habe mich dann, da gibt es ja jetzt erst einen Untersuchungsausschuss in Berlin, es gab einen in Nordrhein-Westfalen beim dortigen Landtag. Ich habe mich mit der parlamentarischen Kontrollgremien, haben wir eine sogenannte Taskforce, also das ist eine Gruppe von Mitarbeitern und Abgeordneten gebildet, die hat über 3 Monate lang den Verein versucht aufzuklären. Auch ich habe mich dann sehr intensiv mit beschäftigt, habe auch dazu einen Bericht geschrieben. In dem Bericht fange ich damit an, dass ich ganz klar sage, und das sage ich in der Öffentlichkeit, das hat auch noch keiner mir gesagt, das stimmt alles nicht. Der Anschlag in Berlin hätte verhindert werden können und verhindert werden müssen. Die deutschen Sicherheitsbehörden hatten so viel Information über den, und zwar nicht nur auf Landesebene, das versucht ja immer Herr de Maizière, der Bundesinnenminister, zu sagen, naja, in den Ländern Nordrhein-Westfalen ist aber schief gegangen, und in Berlin vielleicht auch, weil die damit beschäftigt waren, weil die zunächst an ihm dran waren. Auch das Bundeskriminalamt etwa, das übersteht Herrn de Maizière direkt, oder das Bundesamt für Verfassungsschutz, hatten die Informationen von denen. Die hatten zum Beispiel die Information, dass dieser Kerl im April 2016, Dezember war dann der Anschlag, im April 2016, nee, Februar 2016 schon, gechattet hat mit Chatpartnern, Telefonnummern in Libyen. Und dass da Chats drin sind und ein Teil dieser Chats sind inzwischen bekannt geworden, die konnte man auch in der Zeitung lesen, weil sie irgendwie rausgekommen sind. Da unterhält er sich mit Leuten und fragt, wie er einen Anschlag in Deutschland durchführen kann. Er möchte von denen Rat haben. Und dann verweisen die ihn an einen bestimmten, alles in so etwas verschlüsselter Sprache. Und dann redet er davon, dass er jetzt bald heiraten will. Jeder, der das weiß, weiß, dass dieser Ausdruck heiraten wollen, dass das ein Anzeichen ist, er möchte einen Anschlag begehen. Und er verabschiedet sich zuletzt bei denen, oder die verabschieden sich gegenseitig. Wir sehen uns wieder im Paradies. Also noch mehr muss man doch eigentlich über jemanden nicht wissen. Und der war auch hier in Deutschland. Die Behörden wussten, dass er versucht hat, an Sprengstoff zu kommen, dass er versucht hat, an Waffen zu kommen. Das hat er seinen Kumpels erzählt. Und einer dieser Kumpels arbeitete für den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen. Und hat das dann weitergegeben. Das war alles bekannt. Und im Dezember war dann der Anschlag. Im September kamen aus Marokko noch Hinweise. An drei verschiedenen Sendungen kamen Hinweise des marokkanischen Geheimdienstes, dieser Amri. Hasst die Deutschen. Das sind für ihn die seine Brüder erpressen. So soll er da geäußert haben. Der geht in Berlin mit anderen Dschihadisten, da wohnt er. Er geht in eine Moschee, die da verdächtig ist. Also kriegt er dauernd solche Hinweise. Das war noch im September, Oktober 2016. Im November 2016
16 bekamen sie Hinweise auch nochmal von außerhalb. Und im Dezember hat er den Anschlag dann begangen. Warum ist dieser Mann, sagen wir mal, der hätte nicht abgeschoben werden können, weil man keinen Pass hatte, weil man auf den tunesischen Pass hat. Es ging gar nicht um Abschieben. Ich habe gesagt und habe auch in der Öffentlichkeit mich angeboten, mal mit einem zuständigen Generalbundesanwalt das offen zu diskutieren. Es lagen klar die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vor. Also wenn einer sowas vorbereitet, dann ist er, und wenn er mit seinen Kumpels da in Syrien so verkehrt, und nennen sich ja Brüder, also mit seinen Brüdern da so verkehrt, dann ist er dringend verdächtig, weil die hatte man ja auch, diese Beweismittel gegen ihn, einer terroristischen Organisation anzugehören. Da sind schon viele, viele andere wegen viel weniger ins Gefängnis gekommen. Man hätte ihn bereits im Frühjahr 2016 und vor allem dann im Sommer und Herbst 2016 festlegen müssen. Man hätte ihn unter Kontrolle bringen müssen. Und das hat man alles nicht gemacht. Warum? Muss man im Einzelnen noch untersuchen. Es war jedenfalls bekannt und deshalb sage ich, das ist ein Fehler der Sicherheitsbehörden. Und das ist ein Fehler der Sicherheitsbehörden, für die Leute Verantwortung übernehmen müssen. Und zwar die, die die Fehler gemacht haben, die also die Kenntnisse ganz konkret hatten und die, die die politische Verantwortung für diese Fehler haben. Und der die politische Verantwortung auf Bundesebene hat, heißt immer, ja, der ist der Bundesinnenminister, wenn bei ihm der Laden nicht läuft und solche Geschichten mit so schrecklichen Folgen geschehen, dann muss er sagen, also ich glaube, in jedem anderen Land hätte der nicht länger da sitzen können. Aber er hat das über den ganzen Sommer 2017 jetzt rübergeschoben und immer wieder gesagt, ja, sie kümmern sich und sie machen alles, um das aufzuklären und so. Aber die Konsequenzen zu ziehen. Und alle, die dort versagt haben, sind alle noch im Amt, gehen alle noch ihren Jobs nach. Ja, was soll man denn machen? Wie wäre das in irgendeiner Firma? Da würde man Leute, wenn die sowas wissen, nicht die notwendigen, richtigen Schlussfolgerungen kriegen, die würde man, ich will nicht Schlimmeres sagen, aber mindestens versetzen in ein anderes Gebiet und sagen, wo sie nicht so viel Schaden haben. Das alles wird nicht gemacht. Stattdessen macht die Bundesregierung, das Parlament, macht die Koalition solche albernen Geschichten wie Fußfessel, wo sie ja wochenlang darüber diskutiert haben, dann ein Gesetz zu machen. Man kann Gefährder, er wurde ja auch als Gefährder angeschätzt, eine Fußfessel anlegen. Da denkt der normale Mann, also oder die normale Frau, wie sie wahrscheinlich, na, ist ja nicht schlecht, dann hat dieser Gefährder wenigstens einen Fußfessel, dann kann er sich nicht so frei bewegen. Wie sieht eine Fußfessel wirklich aus? Das ist gar keine Fessel. Es gibt nämlich heute schon, oder gab schon vorher Fußfesseln, nämlich für die schwerer Sexualdelikte verurteilt. Da ist das, glaube ich, in halben Dutzend oder 10 Fällen oder sowas angewandt worden, damit man von denen weiß, wo die sich aufhalten, damit die nicht, weiß ich, wie Kinder vergewaltigt haben oder denen was angetan haben, damit sie da nicht in die Nähe, die kriegen ja vom Gericht an so Auflagen, dass sie nicht in die Nähe gehen dürfen und so. Und dann kann man das überprüfen. Weil das ist nichts anderes als ein Lederbändchen unten um eine Fußfessel, das heißt ein Fessel, aber nicht um beide, die können genauso laufen. Und da ist ein kleiner Sender dran. Und dieser Sender wird zentral in Deutschland über Frankfurt Signale empfangen. Und dann schicken die in Frankfurt einen Wagen mit Polizei dahin und sagen, guck mal, der hat sich jetzt da einen Kindergarten genähert und holt den mal, bringt ihn zur Raison oder der hat jetzt gegen seine Auflagen verstoßen und dann muss man was machen. Bei einem Gefährder, vor allem einem, der sich ohnehin umbringen will, also bei einem Selbstmordattentäter, macht das überhaupt keinen Sinn. Weil man kann mit einer solchen Fußfessel kann man Auto fahren, man kann mit so einer Fußfessel laufen, man kann mit der Eisenbahn fahren, man kann sich überall hin bewegen, man kann sogar morgen, und wenn das noch eines Beweises bedurft hätte, in Frankreich hat ein schlimmer Gefährder, der eine Fußfessel anhatte, in einer Kirche in Südfrankreich einem Priester den Kopf abgeschnitten. Mit Fußfesseln. Also das nützt überhaupt nichts. Das ist guter Blödsinn. Das ist ein Schautheater, wo man dem Volk irgendwie was vorführt. Guck mal,
wie tüchtig wir sind, wir machen doch was, wir machen doch was für unsere Sicherheit. Nein, die sollen, und da komme ich jetzt auf das Bundesprogramm, wir sind dafür, dass die Polizei, die ist da einmal, um Straftaten abzuwehren, Gefahrenabwehr nennt man das, und um Straftaten aufzuklären. Das ist Aufgabe der Polizei. Das ist nicht Aufgabe von Geheimdiensten. Das ist Aufgabe der Polizei, Polizeien der Länder oder auch bei bestimmten Fällen Aufgabe des Bundeskriminalamts oder der Bundespolizei. Da gibt es ja viele, viele Zehntausend dazwischen. So, die müssen das machen, die müssen ihren Job machen. Und wir sind dafür, dass die Polizei im Zentrum der Sicherheit steht in Deutschland, dass die Polizei so ausgestattet wird, dass sie das kann. Also wenn sie Informationen bekommt, hier in diesem Fall André, dass sie das Know-how hat, dass sie die Spezialisten hat, die die einfache kriminalpolizeiliche Arbeit gut können und technisch jedes Handwerkszeug dafür haben. Die können natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, also wenn einer vorher nicht verdächtig war und jetzt zu Hause sein Beil aus dem Keller holt und damit den Zug geben, Leute umbringen, das wird man ja schwer verhindern können, weil man das nicht vorher weiß. Aber viele von den Gefährdern holen sich ihre Befehle aus Syrien oder aus Libyen. Und auch Amri, Amri hat, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Amri hat noch, das weiß man inzwischen, weil man seine Chats inzwischen alle gelesen hat, er hat noch während er im Lastwagen saß, wo er den Fahrer umgebracht hatte, ist er mit einem Lastwagen vom Berlin Tiergarten und dann zum Aschaplatz gefahren, hat er den Menschen umgebracht. Noch während er im Lastwagen saß, hat er Verbindung gehabt, telefonische Verbindung gehabt zu einem der IS-Führer offenbar oder einem, der was zu sagen hatte, in Libyen und hat mit dem telefoniert, das hat man heute. Und hat gesagt, er hat ihn jetzt, den Wagen oder sowas meinte und fuhr dann nach. Das kann doch nicht wahr sein. Das heißt, mit einer normalen kriminalpolizeilichen Arbeit muss man und kann man versuchen, ein Höchstmaß an Sicherheit zu garantieren, aber nicht das Volk irre zu führen, der Bevölkerung zu sagen, hier, wir tun was, wir machen was und dann solche völlig blödsinnigen Sachen zu machen, wie diese hier, wo sie dann sich wohl friedlich zurücklehnen. Jetzt haben wir dieses Gesetz verabschiedet, was mehr schadet als nutzt, weil in dem Augenblick, wo sie da jemand eine Fußfessel anlegen, da ist der ja vielleicht noch ein schlimmerer Selbstmordattentäter. Der gibt doch nämlich jetzt alles auf oder wird dann vorzeitig entdeckt, sondern der fühlt sich besonders wichtig und wird das dann natürlich, entweder macht er das Ding ab, das kann man mit einer Schere abmachen, und bis die das in Frankfurt dann merken und da einen Wagen hinschicken, der das dann kontrolliert und so, hat er schon lange seine Tat begangen. Also so geht das nicht. Vielleicht als letztes noch, weil sie das nicht so verfolgt haben, vermutlich wie ich. André hat den Anschlag gemacht am 19. Dezember 2016. Am 18. Januar, also Jahr 2017, haben die Amerikaner in Libyen ein IS-Lager bombardiert. Dafür sind extra nicht die Flugzeuge, die die Amerikaner sowieso da Mittelmeer stationiert haben, die Bombenflugzeuge eingesetzt worden, sondern ganz besonders starke, mit viel Bombenlast versehene US-Bomber in den USA gestartet, über den Atlantik geflogen und haben da bombardiert, ganz im Abend. Und dabei sollen, keiner weiß genau, weit über 100 Personen, wahrscheinlich auch Dschihadisten, ums Leben gekommen sein. Ich habe die Vermutung, dass die deutschen Behörden da stillgehalten haben, weil sie diese Aktion, die die Amerikaner vorbereitet hatten, aufgrund der Telefonnummern, die man von Amri hatte, dort diesen schweren Schlag gegen den IS führen wollen. Und deshalb hat man sich an Amri, hat den nichts getan, ist nicht gegen den vorgegangen, weil man die Kreise der Amerikaner da nicht stören wollte. Wenn sich das bewahrheitet, dann wird noch klarer, dass man sehenden Auges sowas in Kauf genommen hätte. Man hätte den Amri mindestens rund um die Uhr bewachen lassen können, wenn das zu tun ist. Also, unser Vorschlag, wir sagen ja,
Auch wir wollen Höchstmaß an Sicherheit vor Gewaltanschlägen, vor Terroristen, wo Menschen, wo völlig unbeteiligte Männer, Frauen und Kinder umgebracht werden. Das wollen wir nirgendwo auf der Welt, das wollen wir vor allen Dingen auch in Deutschland nicht. Wir wollen dafür bestmögliche Vorsorge treffen. Dafür ist die Polizei auszustatten, dafür ist sie einzurichten. Aber die Geheimdienste, soweit es sie überhaupt noch gibt, beim Bundesamt für Verfassungsschutz sehen wir das nochmal anders. Da sind wir dafür, das so, wie es im Augenblick ist, aufzulösen. Aber die Geheimdienste sollen bei ihren Sachen bleiben. Das heißt, der Bundesnachrichtendienst im Ausland vor Spionen schützen, die Bundeswehr schützen, die im Ausland möglicherweise unterwegs ist, leider, und solche Sachen machen. Und der Inland, im Inland soll, solange es den Verfassungsschutz noch gibt, seine Tätigkeit darauf beschränken, zu beobachten. Also extremistische, mögliche Gewalttäter zu beobachten, aber um Himmels Willen nicht mehr zu machen. Und die Geheimdienste, das tun sie nämlich heute auch nicht, sondern alle ihre Informationen, die sie bekommen, der Polizei in dem Augenblick zur Verfügung stellen, wo die Polizei sich um einen Fall kümmert. Weil heute ist es so, dass die Geheimdienste sich ja als noch wichtiger ansehen als die Polizei. Und der Polizei, selbst wenn es so in so einem Fall Amri oder sowas geht, ihre Informationen nicht weitergeben, weil sie sagen, wir können doch nicht unsere Quellen gefährden, da zerstören wir ja unsere Arbeitsmöglichkeiten. Da ist ihnen der Quellenschutz wichtiger als der Polizei, der Strafverfolgungsbehörden, die nötigen Informationen zu geben. Da sagen wir, das kann überhaupt nicht sein. Die Polizei muss den Hut aufhaben, in dem Augenblick, wo sie tätig wird, wo sie so einen Fall übernimmt. Und selbstverständlich muss und kann die Polizei auch viel besser als Geheimdienste kontrolliert werden durch die Öffentlichkeit, weil die meiste Tätigkeit der Polizei findet ja in der Öffentlichkeit statt, völlig anders als bei den Geheimdiensten. Und sie muss und kann auch viel, viel besser parlamentarisch kontrolliert werden als die Geheimdienste. Also auch das zum Schutz unserer Bürgerrechte, dass sie nicht zu weit gehen, dass sie nicht das Falsche machen, dass sie nicht außer Kontrolle geraten, kann man natürlich viel besser die Polizei kontrollieren als den Geheimdienst, weil, wie der Name schon sagt, findet sich da alles im Geheimen statt und dann ist es meist zu spät, hier in den Fall. So, jetzt habe ich Sie voll gequatscht, jetzt können wir Fragen stellen. Genau, ich habe jetzt hier auch schon die erste Frage und sehe weitere, ich werde die nacheinander aufrufen. Bitte schön. Ja, Sie wissen ja vielleicht am besten. Vielleicht das Mikro nutzen, zumindest wenn wir hier vorne sind. Also Sie können ja vielleicht am besten so ein bisschen nachvollziehen, wie so ein Bundestagsabgeordneter bei solchen Beschlüssen denkt, wenn er das beschließt. Und bei dieser Fußfessel zum Beispiel, ich meine, die Leute, die in der GroKo zum Beispiel jetzt sitzen, die sind ja auch nicht komplett blöde. So. Jeder, der kurz darüber nachdenkt, der zerlegt ja diesen Vorschlag in der Luft. So. Aber warum wird das trotzdem beschlossen? Das kann ja keine Böswilligkeit sein, oder? Sie meinen jetzt von der Koalition, ja. Weil das ist schon immer so gewesen, muss man leider sagen. Auch in den, wir haben ja jetzt irgendwie 40 Jahre lang Deutscher Herbst, auch damals war das, also als die Anschläge der RAF gewesen sind, auch da war das so. Die haben unterbrochen irgendwelche neuen Vorschriften, Gesetzesänderungen und ihre eigentliche Arbeit ist damals ja auch völlig daneben gegangen. Das muss man einfach sagen. So, also die Politik, die Verantwortlichen vor allen Dingen, die, wenn sowas passiert, nehmen die Stimmung auf, die müssen ja der Bevölkerung irgendwas sagen, sie müssen ihr erklären, wie kann sowas passieren, wie im Fall Amri in Deutschland. Und dann sagen sie, ja, das darf ich überhaupt nicht und das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, wir werden hier ganz strenge Gesetze machen. Sie brauchen überhaupt kein Gesetz. Das Gesetz, mit dem sie den Anschlag von Amri hätten verhindern können, das gibt's. Das gab es schon immer. Und das hat man, das hätte man nur anwenden müssen, konsequent. Warum man das nicht gemacht hat, ist eine schwierige Frage. Also ich habe ja eine Theorie von mir gedacht, weil man vielleicht irgendwo gedacht hat, stillhalten oder so. Das kann ich nicht belegen, aber welcher Grund es auch mal gewesen ist, das ist total versagt worden. Das sagen ja alle, die sich da näher mit beschäftigen. Das totale Versagen im Fall Amri kann gar nicht ernsthaft bestritten werden, genauso wenig wie im Fall NSA und Massendatenüberwachung. Thank you.
jetzt wissen wir ja, dass der Kontrollinstanz des BND das Kanzleramt ist. Und Sie sagten ja auch schon, jetzt wurde ein Gesetz dafür extra erlassen, was die gesamte NSA-Geschichte jetzt, sage ich mal, auf einen legalen Grundsatz stellen sollte. Nichtsdestotrotz kann man ja trotzdem dann die ganze Sache nach dem alten Gesetz verurteilen, wenn man dann theoretisch Gerichtsprozesse und so weiter anbringt oder nicht. Also letztendlich würden ja die Verantwortlichen trotzdem zur Rechenschaft gezogen werden, wenn eine Aufklärung wirklich kommt. Meinen Sie, dass diese Aufklärung wirklich auch so stattfinden wird? Also wird der Generalbundesanwalt dann irgendwann soweit sein und sagen, okay, jetzt machen wir den Gerichtsprozess, jetzt gehen wir da rein und versuchen das Ganze aufzuklären? Weil letztendlich ist Herr Altmaier als Kanzleramtschef und dann Frau Merkel als Bundeskanzlerin ja dafür verantwortlich. Naja, die waren damals noch nicht im Amt. Der Altmaier ist ja nicht so lange war andere. Unser hochverehrter Bundespräsident war damals Chef im Kanzleramt, also unter Schröder. Und war für die Geheimdienste, also für den BND zuständig. Und ich habe lange Stimmenregister von ihm. Ich hatte ihn in einem anderen Untersuchungsausschuss, wo es BND geht, auch haben wir ihn ja mal 3 Tage oder 2 Tage lang gefragt. Sind sich keiner Schuld bewusst. Das ist richtig. Gesetzesverstöße waren das in jedem Falle. Gerade, dass man jetzt neue Gesetze gemacht hat, belegt ja, dass man eine Notwendigkeit gesehen hat, weil das nach den alten Gesetzen eigentlich nicht erlaubt war, was sie da gemacht haben. Aber trotzdem macht keiner was und kein Generalbundesanwalt aussichern, weil die dem nichts machen wollen. Also, wir haben ja auch, ich habe selber eine Strafanzeige gestartet beim Generalbundesanwalt, nicht jetzt wegen dieser konkreten NSA-Geschichte, sondern wegen der Drohnen, wegen der Kinder. Ich nenne das immer Killerdrohnen. Das sind extra legale Hinrichtungen. Da werden Leute in den USA aufgrund von tatsächlichen oder vermeintlichen Erkenntnissen ausgerufen und gesagt, der wird jetzt irgendwo in einem General bestimmt das oder Herr Obama hat das bestimmt. Und sagt, wer wird jetzt gekillt? Also wo gibt es denn sowas? Also selbst wenn man die Todesstrafe hat, die ja nach dem Grundgesetz verboten wird, wo gibt es denn sowas, dass das irgendwie mit einem völlig unkontrolliertes Gremium nach völlig unkontrollierbaren Kriterien und Mitteilungen, Meldungen, Informationen entscheidet, dass da jetzt irgendein Auge gemacht wird, ganz abgesehen davon, dass das ja eine Hinrichtung sein soll. Aber normalerweise wird bei Hinrichtungen nur der getötet, der jetzt verurteilt worden ist, und nicht irgendwie noch 10 andere, die drum rumstehen oder weil man einfach der Falsche das Telefon von dem Terroristen in der Tasche hatte oder so. Man hat das dann geortet, das Handy, und denn, da ist ja jetzt so ein Typ da auf dem Feld, der das Handy offenbar in der Tasche hat. Und das muss der Terrorist sein, machen was ganz anderes. Ja, das sehen die inzwischen weiterhin gemacht. Also, es ist so ein Skandal. Und da habe ich Strafanzeigen gestellt beim Generalbundesanwalt. Ich warte bis heute noch auf eine Antwort, ob die da ermittelt, glaube ich nicht. Weil der Generalbundesanwalt in einem anderen Fall, wo es aufhängt, um diese Drohnentötung gegangen ist, hat das Verfahren eingestellt, weil er gesagt hat, das ist Teil eines internationalen Krieges, den die Amerikaner da führen, und dann dürfen die das. Auch in Ländern, mit denen sie gar nicht im Krieg sind, also wie zum Beispiel Sudan oder Somalia oder sowas, mit denen sie ja nicht im Krieg sind. Ja, ich wollte Sie nochmal nach Ihrer Meinung bezüglich rechten Terrorismus befragen und deren Aufklärungsbehörden bzw. den Verfassungsschutz, weil der rechte Terrorismus ist ja eigentlich nicht so neu, wie man jetzt denkt, mit der NSU, sondern ist ja auch schon in den 70ern, Wehrsport, Gruppe Hoffmann oder das Bombenattentat auf dem Oktoberfest, was ja immer noch der größte Terroranschlag in Deutschland ist und der bis heute aufgeklärt ist, wo es ja Indizien dafür gibt, dass es ja eigentlich eine rechte Terrorgruppe war. Und auch, dass eben bei der NSU Lundros oder Böhnhardt ja auch Geld vom Verfassungsschutz erhalten hat als V-Mann. Ja. Ja, also ich könnte jetzt erstmal nochmal einen langen Vortrag halten bei NSU, weil ich auch in dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss NSU in der
nicht in Bern sitzt, die Legislaturperiode, sondern früher war. Und da haben wir auch einen Bericht geschrieben, da steht das aussieht dann sehr detailliert. Und ja, man muss sagen, bei der Verfolgung der NSU-Terroristen sind ungeheuer skandalöse Fehler gemacht worden, auch vom Bundesamt für Verfassung, also da war nicht der BND beteiligt, Bundesamt für Verfassungsschutz, von der Polizei gehört und auch von den Staatsanwaltschaften in Bayern, aber auch in anderen Bundesländern, auch hier, also eigentlich überall. Die sind einfach an den V-Mann-Wesen, also an den vielen V-Leute aus der rechtsextremen Szene, einfach immer in die falsche Richtung gelenkt worden. Also wir haben ja V-Leute, inzwischen weiß man das, dass Fauler, mein Lieblings jetzt in Anführungsstrichen, V-Mann, mit dem ich mich mal am meisten beschäftigt habe, der heißt Corelli mit Decknamen, der heißt glaube ich Richter mit richtigem Namen, der ist inzwischen tot und der war über 10 Jahre für das Bundesamt für Verfassungsschutz ganz nah an den NSA-Leuten. Ein Teil der jetzt in München Angeklagten, mit denen war der eng befreundet. Da ging er aus und rein. Und ich gehe davon aus, dass der kannte die auch, man weiß nicht wann, der hat auch selber dem NSU eine Website zur Verfügung gestellt. Also schon ganz, ganz früh. Also ich glaube 2002 oder so, das war das schon. Nach den ersten Morden noch. Also da gibt es eine ungeheure Verfilzung von rechten V-Leuten, die für die verschiedenen Verfassungsschutzbehörden gearbeitet haben und offenbar, wahrscheinlich, das wissen wir auch nicht genau, an die Behörden ihre Informationen nicht weitergegeben haben. Und der klassische Fall ist hier in Thüringen gewesen, wo der V-Mann Timo Brandt ja für den dortigen Verfassungsschutz gearbeitet hat, auch viel Geld bekommen hat und zum Teil Geld für die Leute im Untergrund, nachdem die im Untergrund gegangen war, der kannte die alle ganz gut, weil die alle aus Thüringen kamen und gemeinsam mit ihm im Thüringer Heimatschutz gewesen sind, Geld zur Verfügung gestellt hat. Der hat also Geld, was er vom Verfassungsschutz bekommen hat, an die Leute, als sie schon im Untergrund waren, weitergegeben. Also sträubt sich nur die Haare, da ist noch immer noch nicht alles aufgeklärt, vor allem die Verwicklung der Behörden da rein und das Versagen auch von Staatsanwälten ist nicht genügend aufgeklärt worden, weil es stimmt ja nicht, dass man nie auf die Idee gekommen ist, dass diese Untergetauchten Anschläge machen, sondern es gab eine Expertise im Jahr, glaube ich, das war 2006 oder 2007, vom Landeskriminalamt in Bayern, wo die gesagt haben, diese Täter, die da diese Morde begehen, das müssen welche nicht im türkischen Milieu oder so erfahren, die Polizei immer behauptet, sondern im Rechtsextremismus. Das heißt, aber auch da ist es so, von den Leuten, die da so versagt haben, sind alle noch im Amt, im Dienst. Ich habe auch da gesagt, also da haben Polizeibeamte versagt, die haben ihren Job nicht gemacht, Staatsanwälte versagt. Da ist keiner von denen abgelöst worden. Keiner. Da haben Leute vom Verfassungsschutz die Akten geschreddert, nennen wir es, das ist inzwischen alles belegt. Keiner ist da zur Verantwortung gezogen worden. Und der Alleroberste damals, Fritsche heißt der, der im Verfassungsschutzbericht des Bundesamts für Verfassungsschutz maßgeblich mitverfasst hat, zu verantworten hat. Der Fritsche, der war damals Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, der ist danach befördert worden. Der ist inzwischen Staatssekretär Bundeskanzler für Geheimdienste. Also, man kann nur sagen, irgendwie funktioniert das nicht. Und das ist ja anerkannt. Es gibt heute, glaube ich, in Deutschland keinen ernsthaften Menschen mehr, der bestreitet, dass da solche schrecklichen Fehler gemacht worden sind. Aber keiner riecht sich darüber auf, dass der eigentlich mal bitte nimmt das zur Kenntnis und verweist das jetzt in die Geschichtsbücher und das ist ja jetzt alle lange her und so. Und in München wird auch ein Urteil gefällt. Aber dass man mal sagt, die Leute, die das
die Schuld dafür tragen, ob nun bewusst oder unbewusst, ist ja egal, jedenfalls ihr Job nicht richtig gemacht haben, die müssen da müssen Konsequenzen getragen werden. Also das stimmt, in dem rechten Bereich gibt es oder gab es, scheint ein bisschen anders geworden zu sein, da ist ja auch das Gesetz geändert worden, eine Verfilzung zwischen V-Leuten und vor allen Dingen Verfassungsschützern. Ich glaube, strukturell ist das weiterhin ein Problem. Wir beide sind ja in der Situation, wir können aus den betreffenden Gremien nicht wirklich was mitteilen. Aber wenn ich mir angucke, wie dort heute in diesem Themenbereich umgegangen wird, dann sehe ich allenfalls graduelle Verbesserungen, aber noch nicht einen tatsächlichen Durchbruch. Und gesellschaftlich habe ich eher das Gefühl, die Dienste werden gestärkt. Es gibt einen Ruf sozusagen auch von breiten Bevölkerungsschichten, Veranstaltungen, in denen auf die Risiken von Geheimdiensten hingewiesen wird, in denen gesagt wird, da gehen Grundrechte, werden Grundrechte letztlich beschädigt, da wird Demokratie, da wird Rechtsstaatlichkeit beschädigt, sind eher rar. Die gesellschaftliche Stimmung ist eine andere. Insofern würde ich vielleicht gerne zum Schluss von dir, Hans-Christian, noch wissen wollen, was kannst du uns mit auf den Weg geben, sozusagen, was können wir tun, damit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit tatsächlich gestärkt werden, damit Freiheit wirklich auch bewahrt wird und zwar nicht nur als vermeintliche Sicherheit, als Illusion von Sicherheit, sondern dass Grundrechte tatsächlich auch geschützt werden in einer solchen gesellschaftlichen Stimmung, wie wir sie derzeit haben, wo immer dann, wenn Kriminalität auftritt, wenn Terrortaten aufgedeckt werden oder tatsächlich passieren, wenn da nach härteren Gesetzen gerufen wird, von denen du sehr deutlich zu verstehen gegeben hast, dass das keine Lösung ist. Naja, es gibt da viele Ratschläge, was man tun kann. Jetzt ist ja eine Gelegenheit, da ein bisschen korrigiert einzugreifen, wenn die nächsten Sonntag nach Tagen zur Wahl gehen, dann können wir wenigstens die, die jetzt erwiesenermaßen da versagt haben, auch bei den Parteien oder bei denen können sie dann versuchen, einen Denkzettel zu verpassen und eben die anderen wählen. Also, ich werde ja immer gefragt, also ich bin in den Deutschen Bundestag gekommen, 98, und habe da von Anfang an gesagt, als frei gewählter Abgeordneter von der Bevölkerung den Auftrag zu bekommen, ins Parlament zu gehen und deren Interessen da vertreten, das ist mir die höchste Ehre und höchste Anerkennung. Mehr will ich nicht werden. Vor allen Dingen, nachdem ich anschließend da auch direkt gewählt worden bin in meinem Wahlkreis, jedes Mal mit einer höheren Mehrheit, mit 46%, muss erstmal einen Grünen erreichen. So, habe ich immer gesagt, will nichts werden. Aber ich bin jetzt gefragt worden, gibt ja unendlich viele Interviews, was hätten Sie gerne noch gemacht und so, und was wollen Sie? Ich habe immer gesagt, also wenn einer unbedingt will, dass ich ein Amt übernehme, würde ich das auch machen, aber unter einer Voraussetzung, also auch Innenminister. Sie sollen mich doch mal Innenminister werden lassen und dann kann ich das machen, was ich für richtig halte. Das sollen Sie mir bei der Regierungsbildung schriftlich geben. Und dann würde ich als allererstes, ich habe das ja hier angedeutet, dann würde ich mal alle die in der Vergangenheit, von denen man das weiß, die Namen kennt man ja aus dem Untersuchungsausschuss, würde ich sagen, also jetzt machen wir erstmal den Laden, bringen wir ein bisschen in Ordnung, indem wir die da offenbar das nicht richtig können, woanders schicken, es gibt ja noch viele andere Jobs, indem wir dann Personal auswählen, indem man mal anfängt, aus Versagen im Sicherheitsbereich Konsequenzen zu ziehen. Man muss gar nicht mal jetzt eine Revolution anzetteln. Das wollte ich immer. Also ich bin aus den 60er Jahren immer rausgegangen und gesagt, ich will die Revolution, ich will eine revolutionäre Veränderung in Deutschland, in der Welt, in der westlichen Welt. Das ist dringend erforderlich, der Meinung bin ich immer noch. Aber jetzt bin ich ein bisschen alt. Aber das müsste gemacht werden. Das muss man auch fordern. Man muss, wenn solche Sachen rauskommen, auch wenn es manchmal ein Jahr oder vier Jahre jetzt dauert, muss man sagen, also jedes Mal, wenn Sie hier den zuständigen Abgeordneten, mit dem sitze ich da im parlamentarischen Kontrollgremium, wie heißt der noch hier aus, von der SPD? Lischka? Nee. Ja, genau, Lischka. Namen von mir noch nicht ein, das ist eine Alterserscheinung.
dann, wenn der mal hier auf eine Veranstaltung geht, dann sagen Sie doch mal, fragen Sie ihn erstmal, ob er auch sieht, dass da Fehler gemacht worden sind. Und dann sagen Sie, und was hat die Bundesregierung, die Sie gewählt haben und die Sie da eingesetzt haben, die Sie unterstützt haben, welche Schlussfolgerung hast du? Dann erzählt er Ihnen was von den Gesetzen, die er jetzt gemacht hat. Dann sagen Sie, das ist mir zu kompliziert. Der Ströbel hat gesagt, die Gesetze legitimieren nur die schlimme Praxis. Aber personell, welche Leute sind dort, die der Verantwortung tragen, zur Verantwortung tragen? Wie das in jeder Firma, in jeder Schule, in jeder Behörde eigentlich der Fall wäre. Also in jeder anderen Behörde sind ja auch Behörden. So. Und deshalb kann man nur sagen, man muss da immer wieder dran, man muss das anmahnen, man muss Öffentlichkeit herstellen, weil ich kann Ihnen abschließend sagen, ohne die massive Unterstützung sowohl bei der Ermittlungsarbeit als auch bei auch der Öffentlichkeitsarbeit der Medien hätten wir fast nichts von dem rausgekriegt. Viele Sachen haben findige Journalisten rausbekommen, wie auch immer, will ich gar nicht nachgehen, ich bin ja großer Fan von Whistleblower, also wenn einer einem Journalisten was sagt und das ist wirklich eine Schreiderei, die da irgendwo passiert ist, dann denke ich, dann darf der nicht bestraft werden. Und das ist auch bei Snowden der Fall. Der hat so viel für die Menschheit geleistet, dem wollte man den Friedensnobelpreis geben und nicht ihn da im Exil in Moskau dahin vegetieren lassen. Also das ist meine Meinung und deshalb muss man auch die Medien, muss man füttern und vielleicht kann jeder auch an der Stelle, in der er arbeitet oder hat Leute, die da arbeiten, kann sagen, immer wieder das anmahnen, weil das ist auch eine Erfahrung meines jahrzehntelangen politischen Lebens, dicke Bretter lange bohren, dann kommt da auch was raus, da könnten wir nochmal eine extra Veranstaltung machen, was wir gefordert haben, was, als wir damit anfingen, das zu fordern, im Ökologiebereich, im Energiebereich, im Atomkraftbereich. Als ich zum ersten Mal im Bundestag war, wurden wir als Irre und Verrückte, irgendwie Sandalen tragende irgendwie Hippies irgendwie angesehen und beschimpft. Inzwischen ist das Allgemeingut aller Parteien. Tun nicht alle das Richtige, aber in den Programmen steht das jetzt überall. Das heißt, wenn man lange genug das versucht, also das ist natürlich jetzt wieder 80, 30 Jahre her oder so, dann kommt man auch mit solchen Sachen, wo alle nur denken, das sind Müslifresser und Spinner im Wald, kann man auch was durchsetzen. Und das ist mein Rat an Sie, auch an die Jünger, dranbleiben, sich nicht ermutigen lassen und an der Stelle, wo Sie jetzt jeweils tätig sind, das immer wieder anzumachen. Vielen Dank, Hans-Christian. Und ich glaube, eigentlich müssten Konservative mit dem, was du da jetzt postuliert hast, gut umgehen können. Denn es ist ja nicht mehr die Revolution, sondern es ist zunächst mal das Plädoyer, dass Menschen Verantwortung übernehmen müssen für das, was sie getan haben. Dagegen kann eigentlich keiner was haben. Hans-Christian, es war wunderbar, dich hier in Magdeburg zu haben. Es war wunderbar, dich hier im Gespräch neben einem zu wissen. Ich denke, du hast auch einige Fragen beantworten können. Es gibt aus Magdeburg noch einen kleinen Gruß für dich, nämlich was einen mit Energie versorgt, Biohonig, den darfst du gerne mit nach Berlin nehmen, damit dir auch in den nächsten Monaten und Jahren die Energie nicht ausgeht. Wir würden uns freuen, dich mal wieder hier begrüßen zu dürfen oder auch in deiner Heimatstadt Halle, sage ich als Hallenser. Und ich danke dir, dass du da warst und ich hoffe, dass du uns als Stimme für die Bürgerrechte, als Stimme für den Rechtsstaat noch lange erhalten bleibst und wir von deiner Perspektive profitieren können. Vielen herzlichen Dank. Wie das mit Snowden war. Also wenn man dieses Spiegel-Interview von ihm von jetzt dieser Woche liest, dann gibt er ja auch Ratschläge, wie man mit geheimen Sachen umgehen soll, eben nicht ins Netz stellen,
oder vertraulichen oder privaten Sachen, sondern er bringt da so das Beispiel und sagt, naja, man kann ja einem reitenden Bote einen Brief in die Hand geben und er bringt das dahin, wenn das ein zuverlässiger Mensch ist. So war das aber nicht, wie ich mit ihm Kontakt kriegte. Ich habe das, nachdem er in Moskau war und immer klarer wurde im Monat Juni, dass da ungeheuer viel dran ist, was da aus seinem Besitz oder seinem Veröffentlichung rausgekommen ist, habe ich gesagt, weil alle immer einen angezweifelt haben, was ist das für eine und so, fahrt doch mal dahin, habe ich gesagt, die Leute vom hier von der Bundesanwaltschaft oder so, die an der Aufklärung ja, solcher rechtswidrigen Sachen interessiert sein müssen, fahrt doch mal dahin und tut das und so, der ist doch nicht weit, das ist Moskau, 2 Flugstunden, da könnt ihr doch mal hinfahren. Und hat keiner gemacht, die haben auch gehört, der Ströbel soll das. So, dann habe ich irgendwann gedacht, wenn die das nicht machen, mache ich das. Und dann habe ich im Juli habe ich schon angefangen, Ende Juli, versucht, zu ihm Kontakt zu kriegen. Über seine Anwälte, über Journalisten, über alles nicht geklappt. War nichts. Haben wir schon gelassen. Und eines Tages ruft jemand bei mir aus dem Büro, ich habe ein großes Büro mit 3 Zimmern im Bundestag, aus dem Hintersten ruft einer, hier ist er, hier ist er. Da war er gar nicht in Person, aber auf dem Laptop plötzlich. Da hatte er sich selber gemeldet, offenbar hatte er erfahren, irgendwoher, weiß nicht woher, dass Ströble versucht hat, ihn zu erreichen. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen, da saß er noch im Transitzentrum auf dem Flughafen in Moskau. Also er konnte ja zunächst, weil er keinen Pass hatte, gar nicht raus und kriegte auch kein Asyl, saß dann in so einem Transitzentrum. Und da haben wir lange darüber hin und her überlegt, wie finde ich dieses Transitzentrum und wie komme ich da rein? Haben aber keine Lösung gefunden, da habe ich immer gesagt, ich fliege da nicht hin und dann komme ich da gar nicht rein. Ne? Fahre ich wieder nach Hause. Nee. Und dann war rückte die Wahl immer näher, dann war die Wahl und dann im Ende September, Anfang Oktober meldete er sich wieder und dann haben wir innerhalb von 3 Tagen vereinbart, jetzt muss das aber rucki zucki gehen und dann habe ich noch eine Bedingung gestellt, ich habe gesagt, was ich gerne möchte, ich habe gesagt, ich bringe da noch 2 Journalisten mit, weil ich nämlich befürchtete, was dann später auch eingetreten ist, wenn man nach Moskau fährt, denken ja alle, man ist da mit der Sowjets im Bunde oder so. Und ich dachte, Mensch, da werden sie sagen, der Ströbel kuckelt da mit dem Geheimdienst in Moskau. Und dann dachte ich, wie kann man das verhindern, dass hier das angehängt wird? Dann habe ich 2 der renommiertesten Journalisten in Deutschland, ein US-Amerikaner, John Götz und Mark Mascolo, gebeten mitzufahren. Die waren gleich begeistert damals. Sie konnten Journalisten und konnten da nämlich auch nicht hin. Und dann habe ich dem über das vorgeschlagen, hat er gesagt, ja, okay, nach einem hin und her müssen 2 sein und so. Ich habe gesagt, ich kann auch nicht so gut Englisch. Und der John Götz, der kann Englisch, der ist Amerikaner. Und dann sind wir da hingeflogen, gemeint zu dritt. Und dann waren wir ganz konspirativ in einem Hotel, das Snowden uns genannt hatte, da sollen wir übernachten. Dann haben wir dann übernachtet und am nächsten Mittag waren wir verabredet, 2 oder so, sollte uns ein Auto abholen. Und dann haben wir gewartet im Hotel und kam kein Auto, 4 Stunden gewartet. Und dann gucke ich mich um und dann stand einer, der John Götz, der ist bei der ARD, der hatte so einen Kameramann mit Kamera mit. Und der stand ja immer mit der Kamera. Und er sagt, mein Gott, hier, du mit der Kamera, hau mal ab, geh ins Hotel. Und das hat er dann auch gemacht. Kaum war der im Hotel, fuhr tatsächlich ein Auto vor. Und Türen gingen auf, sind sie im Staubler und so, ja, ja. Und dann sind wir eingestiegen und mit verdunkelten Scheiben und sind dann eine Stunde durch Moskau gekarrt worden. Dass wir nicht wussten, wo wir sind. Ich kenne mich in Moskau auch nicht aus. Und dann sind wir in einem Haus, sage ich jetzt mal,
ausgeschrieben und dann wurden wir dann kontrolliert und dann konnten wir ein, aber drei Stunden mit ihm reden. Und die erste halbe Stunde war es ein bisschen steif, aber danach war es ein unheimlich netter, aufgeschlossener, ehrlicher junger Mann. Und die Fotos kennt man ja auch, das ist auch alles aufgenommen. Also so ist das zustande gekommen und dann habe ich mir von ihm einen Brief geben lassen, das haben wir auch vereinbart, an die Kanzlerin, in dem er erklärt, dass er bereit ist, nach Deutschland zu kommen und hier vom Ausschuss aus zu sein. Da gab es noch keinen Ausschuss, aber wir hatten das ja angestrebt. Und da stand auch, und da haben wir schon, die Unterschrift habe ich heute noch unter dem Brief, den habe ich dann der Kanzlerin zugeleitet, die hat den aber bis heute, glaube ich, nicht beantwortet. Genauso wenig, wie sie meine Aufforderung im Plenum des Bundestages, als wir mal eine Debatte über Snowden hatten und die NSA, ganz am Anfang war das, da habe ich gesagt, also ich sitze hier so direkt neben dem Rednerpult, und da habe ich gesagt, Frau Merkel, könnten Sie nicht mal ein kleines Dankeschön an Herrn Snowden teilen? Ohne ihn würde Ihr Handy weiter abgehört. Sie wüssten das nicht mal. Und ohne Edward Snowden hätten Sie auch von Obama nicht die Versicherung bekommen, dass jetzt, ab jetzt Ihr Handy nicht mehr abgehört wird. Da hat sie dann nichts gesagt und nichts gemacht. Ich warte noch heute auf so eine Geste. Das würde ihr doch gut anstehen. Wenn ich mal auf einer Wahlveranstaltung mit ihr wäre, würde ich die Frage wiederholen. Sollte man sie mal fragen, warum sie das nicht über sich bringt, mal zu sagen, alle wissen, wir haben ihm viel zu verdanken, oder hat sie so eine Angst vor den US-amerikanischen Freunden, als jetzt ein ganz anderer Präsident, mit dem sie eh nicht so gut kann, da ist vielleicht auch egal, da könnte sie auch wenigstens mal so ein Dankeschön weitergeben. Dafür setze ich mich ein, Sie vielleicht auch. Vielen herzlichen Dank, Hans-Christian. Und vielen Dank an Sie, dass Sie da waren. Danke, dass Sie Kapitel 3 zu Gast sein dürfen. Und einen schönen Abend.